Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Heute ist das Thema Java Server Pages. Und Java Server Pages baut auf der HTML-Übung, die wir gemacht haben, auf. Wenn wir nochmal schauen, wie das bei dem HTML, was wir geschrieben haben, waren, da war es ja so, dass das alles sehr statisch war, ne? Also auf der Client-Seite habe ich das abgerufen. Es gab eine Anfrage zum HTTP-Server und der hat im Prinzip das ausgeliefert, was er auf der Festplatte gefunden hat. Also die HTML-Datei oder eine JPEG-Datei oder eine PNG-Datei, was sie eben da alles eingebunden haben. So, und das heißt, das, was ich da sehe, das heißt dann statisch, ist also unveränderlich. Ja, im Gegensatz dazu gibt es auch die Möglichkeit, diese Webseiten dynamisch zu erzeugen. Ja, stellen Sie sich jetzt vor, Sie schauen in Ihren Google Mail Account, ja, die Seite, die Sie sehen, wird in dem Moment, wo Sie sie abrufen, für Sie erzeugt, nämlich dynamisch. Und ich habe jetzt mal hier auf der rechten Seite exemplarisch das HTML durch JSP, also durch eine Java Server Page, ersetzt. Was ist jetzt der Unterschied? Also, bei der Anfrage an den HTTP-Server wird jetzt nicht mehr einfach eine HTML-Seite von der Festplatte gelesen, sondern es wird dieser JSP-File gelesen und in dem sind HTML und Java gemischt. Ja, ich habe das jetzt mal hier versucht, so mit diesem Doppelfile darzustellen. Auf der rechten Seite sehen Sie, dass Java ausgeführt wird und links, da gibt es jetzt nochmal so ein HTML, so eine Art HTML-Seite und da sind so ja, also Fenster drin, ne? Also quasi so Einbettungen. Ja? Das heißt also, es gibt schon noch eine ganz normale HTML-Seite und in die eingebettet kann ich jetzt Java programmieren, um dann zur Laufzeit ein Ergebnis zu produzieren, was auf den Eingaben basiert, also was im Prinzip für den Anwender, wenn er bestimmte Eingaben schickt, extra hergestellt wird in dem Moment, also dynamisch erzeugt. So, und um das Ganze jetzt mit nachzuvollziehen, machen Sie mal bitte Ihre HTML-Übung nochmal auf. Da hatten wir ja hier so eine Web-Applikation, also so ein dynamisches Web-Projekt. Und da drin gab es ja diese statische Datei index.html. Und in der index.html hatten wir gesagt, wir schicken unsere Ergebnisse später an eine Stelle, die calc.jsp heißt. Das ist im Prinzip dann eine andere Datei, die wir hier auch anlegen können. Und das muss ja dann was sein, was diese Ergebnisse auch verarbeiten kann, und das wäre dann eine Java Server Page. Also hier klicken wir rein, New, und dann tippen wir auf Other, JSP, ein JSP-File hier rein. Und die nennen wir jetzt Calc JSP, also so wie die auch hier adressiert ist. Ja, also liegt jetzt direkt neben der Index, deshalb ist von Index aus gesehen, die calc.jsp liegt daneben, also kann man die direkt so adressieren. Und Sie sehen, das Ganze sieht jetzt schon aus wie eine HTML-Datei, also hier der untere Teil, das kennen Sie alles schon, das haben wir schon mal gehabt. Und hier oben gibt es jetzt nochmal so einen einführenden extra Teil, der sagt, dass es sich um eine JSP handelt, also eine Java Server Page. Gut, jetzt ändern wir hier gleich mal den Titel, also machen wir hier Ergebnisse der Berechnung. Und Sie sehen es, hier oben haben wir es ja so, spitze Klammer und dann dieses Prozentzeichen heißt, ich möchte gerne in den HTML etwas einbetten, nämlich Java. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Also eigentlich drei. Hier oben, da sehen Sie, da werden so Steuerbefehle eingeführt. Und dann gibt es hier unten zwei Möglichkeiten. Also hier zwischen könnte ich jetzt einfach Java programmieren, so wie Sie es kennen. Was es auch noch gibt, ist die Möglichkeit hier mit einem Gleichzeichen direkt Dinge auszugeben. Was es immer gibt, muss man einfach wissen, ist ein Objekt, das heißt Request. Und es hat eine Methode getParameter. Da werden die, kann man die Parameter, die der Aufruf, der Request hat, abrufen. Wenn wir jetzt mal hier in unsere Index.html reinschauen, da hatten wir hier immer so Namen vergeben, ne? Und so unter anderem hier eben den Namen Comment. So, und wenn ich den jetzt hier mal mit getParameter abrufe,
Ja, dann wird an diese Stelle, eingeleitet durch dieses Gleichzeichen, der Kommentar ausgegeben. Ja, das probieren wir jetzt gleich mal aus. Also, wir brauchen einen Server, ne? Also einen Webserver, der uns jetzt diese Index.html ausliefert und dann später auch diese Calc.jsp ausführt. Da klicken Sie mal hier auf die Index.html, rechte Maustaste, Run as, Run on Server. So, da wählen Sie jetzt mal bitte den Apache Tomcat 7 aus. Ja. Und dann gibt es hier, beim ersten Mal müssen wir das machen, Download und Install. Na, dann geht so ein Fensterchen auf und dann akzeptieren wir die Lizenzbedingungen. Na, lesen Sie sich mal in Ruhe durch. Und dann suchen wir uns einen Ordner aus. Also ich empfehle den irgendwo parallel zum Eclipse abzulegen. Also irgendwo hier einen neuen Ordner. Tomcat. Und dann geht's los. So, nachdem das dann mit der Installation durchgelaufen ist, erscheint hier unten in diesem Server-Reiter, also in diesem Tab-Page, ein neuer Server. Und wenn Sie jetzt hier mit der rechten Maustaste nochmal auf die Index.html klicken, Run on Server, dann kann ich den hier gleich auswählen. Next. Dann sehen wir hier, welche Applikationen da alle ausgeführt werden wollen. Das ist unsere Web-Applikation. Und dann drücken wir auf Finish. So, jetzt läuft da unten die Start. Sequenz durch und Sie sehen, da geht jetzt wieder ein neuer Webbrowser auf und Sie sehen, jetzt ist das hier nicht mehr der Zugriff direkt auf die HTML-Datei, sondern die HTML-Datei wird über diesen Server, der läuft jetzt lokal, deshalb localhost, auf dem Port 8080 läuft der Server und da wird die Datei ausgeliefert. So, und jetzt hatten wir gesagt, in der Calc.jsp wollen wir den Kommentar ausgeben, also probieren wir das jetzt mal aus. Sie geben hier mal irgendwas ein. Und klicken auf Abschicken. So. Und wie Sie sehen, dadurch, dass jetzt oben in der Index.html drin stand, schickt das bitte an die Calc.jsp, macht er das hier auch einfach. Also hier sehen Sie jetzt, ist jetzt in der URL steht Calc.jsp und was wird ausgegeben? Na klar, der Kommentar. Machen wir nochmal zurück. Ändern wir mal hier die Eingabe. Und dann schicken wir das nochmal ab. Und dann zeigt er uns genau das an. Ja, wenn wir jetzt hier mal raufschauen, Quellcode anzeigen, sehen Sie, wird ausgeliefert das HTML-Dokument. Und hier, wo Body steht, steht jetzt kein Kommentar. Oder doch. Und das ist ja generiert worden aus dem, das heißt, also das sieht genauso aus wie der. Was fehlt, ist natürlich hier diese Eingangsbeschreibung und alles, was hier zwischen diesen spitzen Klammern mit den Prozentzeichen steht, denn da ist ja Java und das wird ja dann ausgeführt und entsprechend ausgegeben. Also ausgegeben, wenn es ein Gleichzeichen ist. Ansonsten wird einfach nur gerechnet. Gut. Ja, dann machen wir das doch mal. Also wir haben jetzt hier Request, Get Parameter und so weiter. Gut, das ist vom Typ String. Das hatten Sie sich fast gedacht. Also ist ja wie bei unseren anderen Eingaben auch. Das heißt also, wenn ich jetzt hier hinschreibe, String, nennen wir das mal Nenner 1 ist gleich Request Get Parameter. Nenner 1. Dann hätte ich jetzt hier einen String. Ja, was ich bräuchte, wäre ja dann ein Integer, ne? Und das funktioniert jetzt genauso wie vorher auch, also hier kann ich jetzt ganz normal Java programmieren. Ja, wir übergeben dem jetzt mal den Nenner 1 String und dann wird entsprechend gerechnet. So, und dann haben wir ja jetzt hier mal so ein Integer n ausgerechnet. Jetzt sollen wir den auch mal ausgeben. Ja, also könnte ich jetzt hinschreiben n1. Das wäre jetzt genau unser Nenner 1. Dann geben wir mal hier auch was ein bei dem Nenner 1 und
schicken das mal ab. Sehen Sie, jetzt erscheint hier 1 und dann wieder der Kommentar. Gut, und damit das Ganze jetzt ein bisschen netter aussieht, schauen wir mal, wie wir das hier gemacht haben. Hier haben wir ja gesagt, wir wollen, wenn wir einen Bruch ausgeben, dann soll das irgendwie schön sein, dann soll das in so einer Tabelle ausgegeben werden. Das machen wir jetzt einfach mal hier rein, wir kopieren das einfach darüber. Und da sagen wir einfach, also, hier ist unsere Tabelle, von der Überschrift aus gesehen. Da machen wir jetzt hier mal einen Absatz rein, machen wir hier noch eine zweite Überschrift, so wie wir das eben ja schon gekannt haben mit dem Kommentar. Und jetzt bauen wir einfach mal hier diesen kleinen Platzhalter genau da ein, wo wir den Nenner erwarten würden. Ne? Also hier setzen wir jetzt einfach mal unseren Nenner 1 ein. Und das gleiche können wir jetzt auch mal eben mit dem Zähler noch machen. Also wir legen uns an einen String hier oben in dem Java-Teil. Den nennen wir jetzt mal Zähler 1. Der müsste ja dann im Request unter Zähler 1 abgespeichert sein, ne? Wenn der hier ankommt. Und dann machen wir mal die Z1. Die parsen wir dann mal so, wie wir das ja schon kennen, ne? Wunderbar. Ah, so natürlich nicht. Das Ding heißt Zähler 1. Na, und jetzt können wir hier unten, da wo der Zähler ist, wieder die Ausgabe einfügen. Und jetzt sehen Sie auch, was ich eben gemeint habe. Also im Prinzip programmiere ich einfach ganz normal HTML. Und dann kann ich eben hier so Platzhalter einbauen und die werden nachher ersetzt durch die Ergebnisse der Berechnung. Also gehen wir nochmal zurück. So sah das Ganze aus. Machen wir jetzt mal hier in halb rein. Und dann schicken wir das ab. Und dann sehen Sie hier, aha, Bruch 1, was, Zähler 1, Nenner 2, Kommentar und so weiter. So, und damit das jetzt auch wieder so schön aussieht, da hatten wir ja hier extra das Cascading Style Sheet angelegt. Das binden wir jetzt auch noch wieder ein. Also hier oben unseren Link, den nehmen wir raus und bauen den auch mal in das Calc ein, damit wir hier das Ergebnis schön formatiert bekommen. Also hier da rein und jetzt gehen wir nochmal zurück, schicken das nochmal ab. Dann sehen Sie, sieht es so aus, wie wir das erwartet hatten. Gut, jetzt wäre es vielleicht nicht ganz so schlecht, wenn wir da aus der Calc.jsp hier noch die Klasse wieder rausnehmen. Wir haben dann gesagt, die Klasse mit dem gelben Hintergrund war ja eigentlich nur für die Eingaben, ne, damit die ein bisschen prominent aussehen. Und dann müsste das jetzt eigentlich, wenn man es abschickt, weiß werden. Ne? Also hier unser erster Bruch, dann unser Kommentar und so weiter. Ne? Das können wir jetzt also so weiterziehen, führen. Ja, aber ich meine, wir haben ja extra hier, ja, und das jetzt Ergebnis soll nachher sein, dass wir die ganzen Dinge, die wir mit unserem Bruch ja schon berechnen können, hier berechnen. Na, da wäre es natürlich schön, wenn man hier statt irgendwie mit Integern direkt zu rechnen, auch unsere Objekte anlegen können. Und das geht auch. Ja, Sie sehen hier, die Struktur von dem Projekt sieht ja auch ein bisschen anders aus als die bisherige Struktur von so Projekten. Es gibt also diesen Web-Content-Ordner. Da kommt alles rein, was wir nachher von außen über den Web-Server abrufen wollen. So, daneben gibt es noch den SRC-Ordner. Und da können wir jetzt genauso reinprogrammieren, wie wir das gewohnt sind. Und das machen wir jetzt auch mal. Wir legen aber jetzt nicht gleich eine Klasse an, sondern erstmal ein Package. Ja, ich hatte ja mal gesagt, das nennen wir jetzt inginf meinetwegen, ich hatte ja mal gesagt, dass die Klassen in Java in Packages organisiert sind. Ja, und wenn ich jetzt von der Calc.jsp aus eine Klasse benutzen möchte, dann muss die in einem Paket liegen, so dass ich die wirklich sauber adressieren kann, so wie wir das ja bei dem Java Util irgendwas auch immer gemacht haben. So, da legen wir jetzt einfach mal eine Klasse an, ja, also so wie wir das immer gemacht haben. Ja, die nennen wir jetzt einfach mal Bruch, bleibt im Package inginf. Eine Main brauchen wir nicht. Und jetzt haben wir hier
eine Klasse Bruch. So, und jetzt steht hier oben drüber, Sie sehen es, da steht jetzt schon Package ingInf. Und in diese Klasse rein, da kopieren Sie jetzt einfach mal Ihre Klasse aus der Projektarbeit. Ja, das ist ja jetzt schon eine komplette Bruchklasse, die kann ja schon alles, was wir brauchen, an Funktionen hat die schon. Warum hat die jetzt hier noch einen Fehler? Oh ja, da ist der Buchstabe falsch. So, ansonsten ist das ja ihre Klasse Bruch. Die kann ja schon addieren und so weiter. Und die können wir jetzt auch ganz normal hier in unserer Calc.jsp benutzen. Ja, also wenn ich jetzt sage hier, ich brauche einen Bruch. Den nenne ich jetzt mal Bruch 1. Und das ist ein neuer Bruch. Und das ist der Zähler, der bekommt als Parameter den Zähler 1 und den Nenner 1 und so weiter. Das wird natürlich jetzt so nicht funktionieren, weil er kann ja den Bruch noch nicht kennen. Ja, wenn wir in der normal Java programmieren, müssen wir oben eine Import-Anweisung reinschreiben. Das müssen wir hier auch, nur die sieht ein bisschen anders aus, weil die ja jetzt hier dieser Notation von den Java Server Pages folgen muss. Ja, also hier gibt es ja diese Notation mit den spitzen Klammern und dem Prozentzeichen. Oh, jetzt ist das Prozentzeichen schon da. Und dann das Add. Und dann steht da, was wir tun wollen, nämlich eine Klasse importieren. Der Befehl lautet Import und der soll für diese Seite gelten. Also geht's los mit einem Page, dann Import und dann, was wir importieren wollen. Und das ist ja bei uns die inginf.bruchklasse. Ja, die interessiert uns. Die möchten wir gerne importieren. So, wenn wir jetzt hier runterscrollen, sehen wir auch, aha, jetzt hat er also hier den Bruch gefunden. Er kann also jetzt damit arbeiten. Er hat jetzt einen Bruch 1. Ja, und wenn wir den jetzt hier mal verwenden wollten, dann können wir ja mal hier reinschreiben, Bruch 1. Get Zähler und hier schreiben wir jetzt mal rein Bruch 2. Get Nenner. Ah, nicht Bruch 1 natürlich und dann Get Nenner. Wir haben ja jetzt nur einen Bruch. So, jetzt haben wir also hier in unserem Java-Teil, wo wir oben programmiert haben, mal einen Bruch angelegt und den können wir hier jetzt auch genauso verwenden wie alles andere. Schauen wir uns das mal an. Ja, gehen wir nochmal zurück. Geben wir hier, jetzt geben wir mal ein Viertel ein. Und wenn ich jetzt auf Abschicken klicke, steht hier ein Viertel. Ja, also hier wird einfach dieser Teil entsprechend ersetzt. Gut, das hier, ja, das ist natürlich nicht so schön. Also jetzt hier wirklich aus dem Request da die Parameter einzeln rauszufummeln und so weiter, das ist sehr fehleranfällig und hat auch so ein paar andere Nachteile, nämlich das, was wir hier haben, schreiben wir im Prinzip immer alles hintereinander. Jetzt hatten wir ja vorher gesagt, ja, es wäre doch schön, wenn man Programme nicht einfach so hintereinander wegschreibt, sondern in Unterprogramme strukturiert und dann Objekte noch anlegt und die auch wieder mit Unterprogrammen versieht. Und da hat man eine Konvention getroffen. Man hat gesagt, okay, das hier wollen wir eigentlich möglichst nicht, sondern wir wollen eigentlich die Parameter, also das, was hier über getParameter läuft, möglichst automatisiert aus dem Request rauslesen. Ja, und Sie haben ja schon gehört, was Getter und Setter sind. Und das hat man sich jetzt zunutze gemacht und sagt, das standardisiert man jetzt ein bisschen und sagt, naja, alles, für was es ein Getter gibt und für was es ein Setter gibt, kann ich mir direkt automatisiert aus dem Request übergeben lassen. Na gut, das heißt also, wenn wir jetzt sagen, wir wollen hier nicht mehr so schreiben, sondern wir wollen quasi uns das automatisiert übergeben lassen, dann brauchen wir ein sogenanntes Java Bean. Und Java Bean ist nichts anderes als eine Java-Klasse oder Objekttyp, der eben für alle Attribute Getter und Setter gesetzt hat. Und in unserem Fall ist das ja relativ übersichtlich, schauen wir nochmal nach. Da bräuchten wir eigentlich irgendwas, was uns hier die beiden Zähler und Nenner einliest und entsprechend hier diesen Kommentar. Na, dann bauen wir das mal hier rein. Also, da das Ganze ja als Hintergrund
Hintergrund für die JSP Calc herhalten sollen. Nennen wir die Klasse jetzt auch einfach Calc. Ne? Calc nennen wir die. Und dann hatten wir gesagt, okay, das Calc braucht einen Integer für den Zähler 1, einen Integer für den Nenner 1, einen Integer für den Zähler 2 und einen Integer für den Nenner 2. Was wir sonst noch bräuchten, ist ein String für den Kommentar. Na. So. Wieso sind die jetzt alle klein geschrieben? Na, Attribute schreiben wir ja gerne mal groß. Gut, und dann hatte ich eben schon gesagt, die Konvention sagt, alles was Getter und Setter hat, kann man automatisiert einlesen. Da machen wir jetzt einfach hier rechte Maustaste Source Generate Getters and Setters. Ja, wir brauchen für Kommentar, Nenner, Zähler und so weiter. Kommt ja alles nachher aus dem Request. So, jetzt haben wir hier also Getter und Setter. Und Sie sehen, ich habe jetzt hier schon gleich den richtigen Typ eingesetzt. Ich habe gesagt, also mein Nenner ist immer ein Integer und mein Zähler ist auch immer ein Integer und so weiter. Ja, also da können wir jetzt also direkt mitarbeiten. So, jetzt bauen wir das hier noch ein. Also, das Erste, was wir brauchen, ja, also hier ist unsere Calc, ist ja jetzt irgendwie eine Möglichkeit, dass wir dem JSP mitteilen, leg uns doch mal so ein Objekt vom Typ dieser Klasse an und dann weist dem bitte mal die, ja, also hier die Parameter aus dem Request zu. Na gut, also funktionieren tut das Ganze so. Es gibt hier einen speziellen Tag und der heißt useBean. Und Sie sehen es schon, der bekommt jetzt hier ein Pflichtattribut, nämlich die ID, also das, wo wir nachher dieses Objekt drüber ansprechen wollen. Also hier haben wir gesagt, das ist jetzt unser Name Z1 oder Bruch 1 und der braucht natürlich diese Bohne, also dieses Bean, braucht jetzt auch noch einen Namen. Das nennen wir jetzt einfach mal Calculator. Calculator. Und das Ganze braucht dann eben noch zwei zusätzliche Attribute, nämlich einmal die Frage, von welchem Typ ist es. Und das ist ja in unserem Fall das, was wir gerade geschrieben haben. Ne? Also aus dem inginf-Paket bitte die Klasse Calc verwenden. Und als zweites kann ich noch sagen, mit welcher Klasse das Ganze hier instanziert werden soll. Und das ist ja auch wieder unsere inginf-Calc. Ne? So, jetzt gibt es diese Bohne in dem Moment, wo ich das Ding aufrufe. Es gibt noch einen zusätzlichen Parameter, das ist der sogenannte Scope. Da würde ich jetzt mal Request reinschreiben. Da können Sie zum Beispiel auch Bohnen anlegen oder beziehungsweise Bohnen instanziieren lassen, die es über mehrere Aufrufe hinweg gibt. So, und jetzt braucht er noch Parameter. Und da können wir ihm einfach mit JSP setProperty die Parameter übergeben. Also wem übergeben wir die Parameter? Unserem Calculator. Wobei Calculator ist ja eine lokale Variable, machen wir die mal klein. Wollen wir also hier die Properties übergeben und welche? Na, alle. Also kommt hier ein Stern rein. Und dann schließen wir das Ganze ab, dann ist das XML-Element sauber abgeschlossen. Und jetzt haben wir hier also jemanden, der für uns diese Bohne instanziert, also vom Typ Calc, und der auch gleiche Properties zuweist. Und Sie sehen jetzt, die Umwandlung in Integer und so weiter, das macht jetzt alles hier diese Übergabe von selbst.
Na, speichern wir das mal ab. Und dann müssen wir natürlich jetzt hier sagen, okay, wir wollen jetzt nicht mehr den Bruch, sondern machen wir das mal hier mit den beiden Gettern, ne? Zähler und Nenner. So, jetzt müsste das Ganze ja eigentlich noch funktionieren. Schauen wir mal. Gehen wir mal zurück. Mal ein Achtel ein. Und schicken das mal ab. Und Sie sehen, jetzt ist hier ein Achtel. Ja, das heißt also, es gibt jetzt im Hintergrund eine Instanz von dieser Klasse Calc. Die hat einen Zähler 1 und einen Nenner 1. Die werden ihr, weil wir das hier gesagt haben, aus den Properties, in die Properties wird es aus dem Request heraus übergeben und auch gleich sauber umgewandelt. Also wir brauchen uns jetzt nicht mehr darum kümmern, dass die Zahl da irgendwie umgewandelt werden muss. Wenn das vom Typ int ist, dann wandelt er das intern um. Das ist ja schon mal sehr angenehm, ne? So, im zweiten Schritt sollten wir jetzt vielleicht mal den Kalkulator hier entsprechend ausprogrammieren. Also das, was der auf jeden Fall hat, sind ja zwei Brüche, ne? Also der hat eine Methode, oder na, sagen, fangen wir erstmal mit dem Bruch 1 an. So, also den sollte es ja immer geben, den Bruch 1 und den Bruch 2 sollte es eigentlich auch immer geben. So, und dann können wir eigentlich hier die wieder rausnehmen, weil Zähler und Nenner haben die ja. Schmeißen wir die mal raus und schreiben jetzt einfach mal hier die Setter und Getter neu. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne den Zähler 1 haben, dann will ich ja von Bruch 1 den Zähler. Also schreibe ich hin, Bruch 1.getZähler. Und wenn das so sein soll, dann muss ich natürlich bei SetZähler entsprechend Bruch 1 SetZähler. Und dann nehmen wir das, was da übergeben wird, entsprechend rein. Das heißt also, das Ding hat jetzt noch einen Getter und einen Setter. Sieht also aus wie gehabt, nur intern verhält es sich anders. Dafür hatten wir ja ursprünglich mal die Getter und Setter eingeführt, dass wir eben hier uns intern anders verhalten können, als es nach außen aussieht. Also so Bruch 1 Get-Nenner. Und beim Setter genauso, also Bruch 1.setNenner ist der Nenner 1. Und hier wäre ja dann der Zähler von dem Bruch 2. Und hier wäre ja an dem Bruch 2 der Zähler zu setzen. Und hier wollen wir vom Bruch 2 den Nenner haben. Und hier wollen wir den Nenner an Bruch 2 setzen. So, und den Kommentar, den können wir ja so stehen lassen. So, nach außen hin verhält sich das Ganze jetzt also, als hätte es vier einzelne Attribute. Innen drin haben wir die aber schon in die zwei Brüche eingespeichert. So, das Ganze müsste sich jetzt also, wenn wir jetzt hier nochmal zurückklicken und jetzt mal ein Siebtel eingeben, entsprechend verhalten. Hier steht jetzt unser ein Siebtel. So, nachdem wir jetzt also hier hinten das ein bisschen aufgeräumt haben, also wir haben jetzt hier zwei Klassen, nämlich unseren Bruch, den wir schon kennen, und so eine Calculator-Klasse, also die das quasi dann im Hintergrund für uns alles ausrechnet, was wir hier als Ergebnisse ausgeben wollen, da könnten wir jetzt eigentlich hingehen können und sagen, gut, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir kopieren jetzt einfach das hier für unseren zweiten Bruch. Da kopieren wir mal rein. Erster Bruch, zweiter Bruch, ja, statt Eingabe müsste hier irgendwie Wert stehen. Und da machen wir jetzt einfach mal hier
das so hin. Ne? Wenn ich mir das jetzt anschaue, gehen wir jetzt mal hier 1, 2, 3, 4 ein. Ja, dann haben wir einen ersten Bruch, einen zweiten Bruch und den Kommentar. Ja, also eigentlich alles relativ übersichtlich. Das Ganze müsste jetzt auch funktionieren, wenn wir hier aus dem Kalkulator den Bruch direkt abziehen könnten. Ja, schauen wir mal. Also für den Bruch 1 und für den Bruch 2 wären ja Getter nicht schlecht. Ne? Setter lieber nicht. Soll uns ja keiner dran rumfummeln, nachdem wir die ja jetzt extra aus dem Request zusammen uns haben übergeben lassen. Aber Getter wäre nicht schlecht. Also nochmal Generate Getters and Setters. Und dann machen wir einfach für beide Brüche nur den Getter. Und dann müsste man ja, wenn man hier erstmal abspeichern, dann müsste man ja eigentlich, wenn man hier statt getZähler1 getBruch1.getZähler schreibt, müsste man ja das entsprechende die entsprechende Zahl bekommen. Ja, das bauen wir jetzt mal eben um. So, ja, Semikolon, das darf natürlich dann nicht mehr hin. Und das gleiche machen wir hier. Wir machen also jetzt nicht getZähler2, sondern getBruch2 und fragen dann diesen zweiten Bruch nach seinem Zähler, beziehungsweise dann in der nächsten Zeile hier fragen wir den Bruch 2 nach seinem Nenner. So. Also bis hierhin. Alles wie gehabt. Ja, wir geben jetzt mal hier 5, 6, 7, 8 ein. Und jetzt schicken wir das ab und jetzt wird im Hintergrund das Kalk aufgerufen. Da werden die Brüche instanziert und dann kann ich aus den Brüchen dann wieder meine Werte auslesen. So, und jetzt würde ich sagen, wäre ja ganz schön, wenn man da drunter dann das Ergebnis der Addition, das Ergebnis der Subtraktion und so weiter sehen könnte. Aber das würde ja im Umkehrschluss heißen, wir müssten jetzt hier diesen ganzen Kram, also von hier diese Tabelle, und vielleicht sogar noch hier die Überschrift, jedes Mal mitkopieren. Also jedes Mal müssten wir das Ganze reinkopieren und anpassen. Na, das Reinkopieren und Anpassen, das ist ja schon, ja, sagen wir mal, hört sich ja schon komisch an. Ja, also wenn wir irgendwas öfter machen, dann haben wir eigentlich immer ein Unterprogramm geschrieben. Also wäre es ja nicht ganz unpraktisch, wenn man hier auch so eine Art Unterprogramm schreiben kann, also im Prinzip irgendwas, was man hinschreibt, wo man dann sagt, okay, da habe ich doch schon mal so ein Stück HTML geschrieben, baue mir das doch mal an dieser Stelle ein. Und das machen wir auch. Die Dinge heißen Custom Tags, also das hier sind ja unsere Tags, die ganz normal sind, und dann können wir auch selber welche schreiben, und das machen wir jetzt, indem wir einfach mal hier unsere eigene Tag Library, heißt es dann, Taglib, anlegen. Und zu diesem Behufe gibt es hier dieses Verzeichnis webinf. Da legen Sie jetzt einfach mal ein neues Verzeichnis drin an. Das nennen Sie jetzt einfach mal Tags. Denn da kommen ja, sollen jetzt unsere Tags reinkommen. Und dann machen wir das gleich mal hier wieder auf Other. Wenn Sie dann mal in dem Filter JSP einzeigen, dann gibt es ja hier einmal den JSP-File. Das ist das, was wir eben schon hatten. Und dann gibt es auch noch den JSP-Tag. Den nehmen wir jetzt mal. Und den nennen wir dann ShowBruch. Der zeigt ja, oder soll nachher einen Bruch anzeigen. Wenn ich hier auf Finish klicke, dann sehen Sie, hier oben, dieses einleitende Tag. Das sieht ein bisschen anders aus als bei so einer ganzen Seite. Das sagt jetzt im Prinzip, ich bin ein Tag und da kann man jetzt ja wieder HTML rein programmieren. Also hier rein können wir jetzt HTML schreiben und immer wenn wir den Tag aufrufen, dann wird genau dieses HTML
beziehungsweise dieses Stück JSP-Code da reinkopiert. So, wie bei einem guten Programm kann man jetzt hier auch Parameter übergeben. Ne? Also fangen wir da mal an. Wird wieder so deklariert mit dem Add. Da oben sind ja immer die Deklarationen mit Add. Ja, und da kann ich ein Attribut übergeben. Ja, und wie bei jeder, das ist im Prinzip wie jedes Attribut, also jeder Parameter braucht ja einen Namen. Also hier in XML-Notation ein Name. Den nennen wir jetzt einfach mal Bruch. Ja, weil das ist ja genau der Bruch, den wir jetzt anzeigen wollen. Und dann müssen wir ihm noch sagen, von welchem Typ das ist. Ne? Also so wie sie normalerweise bei Java in den runden Klammern angeben, von welchem Typ das ist. So, und der Typ ist ja bei uns unser Inf-Bruch. Also das ist ja das, was wir übergeben wollen. Wir wollen ja einen Bruch anzeigen. So, und jetzt kann ich hier einfach reinschreiben, was ich da anzeigen möchte, wenn ich so einen Bruch nehme. Also nehmen wir das einfach mal hier aus unserer Calc.jsp raus. Da haben wir gesagt, naja, so einen Bruch, den zeigen wir in so einer kleinen Tabelle an. Und da rein kann ich jetzt genauso HTML schreiben wie in die JSP. Ja, das ist halt jetzt ein Tag. Und da ist jetzt eine Tabelle. Was, Wert, Zähler, Nenner, also so wie wir es gerade kennen. Und jetzt kann ich natürlich nicht mehr auf diesen Kalkulator zugreifen, sondern jetzt muss ich eben hier auf Bruch zugreifen. Das ist ja mein übergebener Parameter. Bruch, GetZähler und Bruch, GetNenner. So, das heißt also, ich habe jetzt hier quasi in diesem Tag ein kleines Stück HTML, das immer dann angezeigt werden soll, wenn ich irgendwo einen Bruch anzeigen will. Ja, das mache ich jetzt einfach mal, indem ich das hier in der Calc.jsp entsprechend einpasse. Also schmeißen wir mal diese beiden Tabellen raus. Die sollen ja jetzt durch unser Tag erzeugt werden. Und jetzt müssen wir unser Tag noch importieren. Also genau wie oben unsere Klasse zu importieren ist, müssen wir auch unseren Tag importieren. Indem wir einfach sagen, wir importieren eine ganze Taglib. Ja, wieder mit unserer Add-Deklaration oben. So, und die Taglib bekommt zwei Parameter, nämlich einmal einen Prefix. Zeige ich Ihnen gleich, wofür der gut ist. Den nennen wir jetzt mal II für Ingenieurinformatik. Und dahinter kommt der Ordner, wo die Tags drin liegen. Und das ist ja bei uns, also von da aus gesehen, wo wir sind, in der Webinf / Tags, also das Verzeichnis, das Sie eben angelegt haben. So, den Prefix, den brauchen wir jetzt. Hier sehen Sie, das ist ja jetzt ein XML-Element, was so ein Prefix hat. Also da ist vor diesem Doppelpunkt ein Prefix. Und den können wir jetzt einfach hier benutzen. Also, wenn ich jetzt einfach hier hinschreibe, II, und da gibt es genau einen Tag, Showbruch. Das bekommt einen Parameter, können wir eben reinschauen. Hier, das Attribut heißt Bruch und ist vom Typ Bruch. Also schreiben wir hin, Bruch ist gleich. So, und jetzt müssen wir irgendwie an diesen Bruch kommen. Und dazu gibt es so eine Notation, mit so einem, die uns das dann ausliest. Und zwar ist es ja hier an unserem Kalkulator der erste Bruch. Ja, das soll jetzt der sein, den wir da übergeben. Das machen wir mit dem zweiten auch so. Und dann müsste es eigentlich wieder so funktionieren wie eben. Ja, also wir schauen jetzt nochmal nach. Gehen wir nochmal zurück. Geben wir hier was Neues ein. Und schicken das ab. Ja, und sehen Sie hier 1, 3, 5 und 7. Die werden jetzt hier in das Calc übergeben. Da werden zwei Brüche instanziert. Die Brüche lese ich dann, ja, also hier werden sie ins Calc übergeben. Dann lese ich die Brüche hier wieder einzeln aus und übergebe die meinem Showbruch. Und das Showbruch ist nichts anderes als einfach ein Stück HTML, was dann für jeden Bruch, wo ich, immer wenn ich es aufrufe, wiederholt wird. Ja. Schauen wir mal hier rein. Quellcode anzeigen. Dann sehen Sie, ah, hier erster Bruch. Und da steht ja hier unser Tag. Da sehen Sie, ist jetzt diese Tabelle drin. Und beim zweiten Bruch ist genauso, da ist hier unser Tag und entsprechend werden dann die Werte hier eingefügt, statt den Platzhaltern, die wir eingetragen haben.
So, nachdem wir jetzt für alle Darstellungen uns schon Hilfskonstrukte gebaut haben, also hier unseren Tag zum Beispiel, könnten wir jetzt ja auch mal rechnen. Also ich könnte ja sagen, okay, hier drunter, da möchte ich jetzt zum Beispiel mal die Summe von den beiden haben. Schreiben wir mal hin. Addition meinetwegen. So, und jetzt bräuchten wir ja hier einen anderen Bruch. Ja, der da passen würde. So, und dann würde ich, um den hier einzubauen, den Calculator, also hier unsere Klasse Calc, erweitern. Und zwar, naja, einfach um eine Methode, die heißt getAddition. Ja, die müssen wir jetzt noch schreiben, die kennt er noch nicht. Aber ansonsten müsste das ja eigentlich relativ einfach funktionieren. So, jetzt muss ich hier noch den Abschluss richtig machen. Gut, also die Methode getAddition kennt er nicht. Die bauen wir jetzt hier noch eben ein in den Calculator. So, die müsst ihr ja zurückgeben. Also erstmal muss die public sein. Rückgabetyp ist ein Bruch. Ne? Das Ergebnis der Addition von den beiden Brüchen ist ein Bruch. Parameter brauchen wir keine, weil sämtliche Informationen, die wir brauchen, ist ja schon drin. Und jetzt könnte ich ja hingehen und sagen, also ich mache einen Bruch, Result, und das ist erstmal von dem Bruch 1 der Klon. Und dann addiere ich dazu den Bruch 2. Ja. So, und dann gebe ich das Result zurück. So, das wäre jetzt das Ergebnis der Addition. Ja, funktioniert hervorragend. Haben wir ja auch schon implementiert. Jetzt ist es hier auch nicht mehr so rot. Also müsste das ja jetzt funktionieren. Probieren wir das mal aus. Nochmal zurück. Ein Halb und ein Viertel. Abschicken. Kommt raus 6 Achtel. Ja, das ist ja das, wie wir die Addition implementiert haben. Na gut, und das ist jetzt natürlich nicht ganz so schön. Schöner wäre natürlich, wenn das Ergebnis vorher noch gekürzt würde. Und dann machen wir jetzt hier noch ein Reduce rein. So, und dann geben wir hier nochmal ein Halb und ein Viertel ein. Und wenn wir das dann abschicken, dann ist das Ergebnis der Addition 3 Viertel, ne, gekürzt. Also, das heißt, wir sind jetzt in der Lage, hier so Brocken von HTML-Code in eigene Tags auszulagern. Wir rechnen weiterhin, so wie wir es kennen, allerdings nicht direkt in dieser Calc.jsp drin, sondern möglichst schön versteckt in so einer eigenen Klasse. Hier haben sie dann noch alle, also bei uns heißt die ja Calc. Hier haben sie im Prinzip ja alles, was sie brauchen, in einer Java-Klasse vereinigt, so dass sie da auch schön drin debuggen können. So, jetzt schauen wir uns den hier nochmal an. Also der hier, der würde ja jetzt immer addieren. Also jedes Mal, wenn einer getAddition aufruft, würde der addieren. Gut, so wie wir die Klasse angelegt haben, ist es aber eigentlich gar nicht nötig, denn wir benutzen die ja genau einmal, nämlich dann, wenn wir, also wir initialisieren die einmal, nämlich dann, wenn wir da die beiden Brüche über den Call, also über den Request reinladen. Also könnte man hier aus diesem Getter einen sogenannten Lazy Getter machen. Ja, also wir würden sagen, wir merken uns mal die Addition irgendwo, wenn wir sie schon einmal ausgerechnet haben. Aber wir rechnen sie nur aus, wenn sie eine haben möchte. Also deshalb Lazy, faul. Ne? Also hier merken wir uns die Addition. Und dann schauen wir einfach hier, bevor wir die Addition zurückgucken. Also if Addition gleich Null. Dann rechnen wir sie aus. Und dann geben wir sie nach dem Ausrechnen zurück. So, wenn die beim zweiten Mal nämlich dann nicht mehr null ist, falls es wieder einer aufruft, dann brauchen wir nicht nochmal rechnen. So, hier ist also jetzt nicht mehr das Resultat, sondern die Addition der Klon vom Bruch 1 und dann wird zur Addition der Bruch 2 hinzuaddiert und dann soll die Addition noch gekürzt werden. So, und das, ja, ist jetzt dieses Konstrukt, nennt man Lazy Getter. Das heißt also jetzt, es gibt die Addition gar nicht. Erst wenn sie eine haben möchte, wird sie ausgerechnet und dann zurückgegeben. Dann merken wir uns aber das Ergebnis. Das kann man immer dann machen, wenn man weiß, dass sich an dem inneren Zustand, also der Einfluss auf dieses Ergebnis hat, sowieso nichts mehr ändern wird. So, und als allerletztes
Brauchen wir ja. Also hier habe ich ja jetzt immer, wenn ich was eingegeben habe, habe ich einfach auf zurück geklickt. Das wäre ja schöner, wenn hier unten irgendwie ein Link wäre, der uns auf diese Startseite zurückbringt. Und dazu können wir hier unten einfach einen Link einbauen. Machen wir das mal hier unter dem Kommentar. So, Link heißt das Tag A, also Anchor. Da gibt es einen Parameter, wo soll es hingehen. Das Ding, wo es hingehen soll, heißt bei uns Index.html. Da sind ja unsere Eingaben. Und hier rein kommt jetzt der Text, auf den wir nachher klicken können. Also schreiben wir mal hin, neue Eingabe. So, und wenn ich das jetzt mal speichere, dann können wir hier nochmal auf unsere Berechnung. Ja, da steht jetzt noch ein halb und ein Viertel drin. Und dann gibt es hier unten jetzt den Klick für neue Eingabe. Und dann sind wir wieder auf dieser ersten Seite. So, nachdem ich das jetzt einmal exemplarisch mit der Addition vorgeführt habe, ergibt sich daraus im Prinzip die Hausaufgabe. Also auf Basis von dem, was wir eben erarbeitet haben, sollen Sie eine Webanwendung schreiben. Achten Sie darauf, dass Sie die Trennung zwischen HTML und Java genauso machen, wie wir das hier gemacht haben mit dieser Klasse Calc, ja, also die Kalkulation im Hintergrund macht. Und geben Sie die Brüche immer in gekürzter Form aus. Ne? Verwenden Sie zur Darstellung der Brüche diesen Custom Tag, also diesen angepassten, persönlichen oder ja mal Ihren eigenen Tag, der dann den Bruch darstellt. So, und das soll die Webanwendung leisten. Also einmal soll die zwei Brüche einlesen können, also über diese Index.html in der Formatierung, wie wir es ja schon gesehen haben. Und dann soll sie eben ausgeben in der Formatierung mit den zusammengefassten Strichen in den Tabellen und so weiter. Einmal die beiden Eingangsbrüche möchte ich wieder sehen, dann den Kommentar, dann die Summe der Eingangsbrüche, die Differenz der Eingangsbrüche, das Produkt der Eingangsbrüche, den Quotienten der Eingangsbrüche und die Quadrate der Eingangsbrüche. Ja, jeweils im Prinzip die Operationen, die wir ja auch schon an unserer Bruchklasse implementiert haben, nur dass halt eben hier dann die beiden Brüche miteinander verrechnet werden. Und passen Sie auf, dass Sie beim Verrechnen sich nicht den Bruch kaputt machen, ne? Also nicht in den einen Bruch reinrechnen und dann sich wundern, dass das Ergebnis weg ist. Gut, in der Übung gucken wir uns dann die konkreten Fragen, die Sie dazu haben, nochmal an. Und ansonsten, denke ich mal, werden wir da im Plenum schon mal anfangen, so ein paar offene Fragen auch zu klären. Und dann sehen wir uns zur Vorlesungszeit im Plenum.